War zu lesen, wenn wir schon bei Personalien sind, dass Levin Öztunali im Sommer wieder nach Leverkusen zurückgehen wird. Ist das so? Können Sie da ein bisschen was zu sagen? Das ist erstmal so die Konstellation und davon gehe ich auch erstmal aus. Es ist eben so, dass ich momentan keine anderen Zeichen, Erkenntnisse habe. Und deshalb gehe ich auch entsprechend erstmal damit um. Und das sind aber alles Diskussionen, Planungen, die momentan für mich in der Priorität hinten anstehen, weil es gibt klare Vorgaben, es gibt Verträge und wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, dass wir die nötigen Punkte machen, um dann, wie Sie es ja auch gerade angesprochen haben, vielleicht eine etwas klarere Planungssicherheit haben und dann kann ich auch die Gespräche vielleicht noch etwas besser führen, nicht nur mit Levin, sondern vielleicht auch mit anderen potenziellen Kandidaten. Aber erstmal ist es so, dass Levin wieder nach Leverkusen zurückkehren wird. Das ist ja logisch, dass wenn du so stabil agierst in der Bundesliga, dass du im März schon weißt, dass du mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun hast. Es ist natürlich einfacher, Gespräche mit Spielern, Agenten, Zukunftsplanungen zu treffen. Das ist ja logisch, aber wer kann das denn mittlerweile in der Bundesliga von sich behaupten? Und der Trend geht ja dahin, dass immer mehr Mannschaften zu diesem Zeitpunkt auch noch Sorgen haben müssen und nicht genau wissen, ob sie erste Liga, zweite Liga, Relegation und was auch immer spielen müssen. Das ist eben so, das geht meinen Kollegen auch nicht anders. Zumal bei uns natürlich, was die Kaderplanung angeht, auch unsere zweite Mannschaft noch, was die dritte Liga angeht, um den Klassenerhalt kämpfen muss. Aber das ist eben die Aufgabenstellung, da brauchen wir nicht zu jammern. Da muss man eben ein paar Gespräche mehr führen, ein paar Variationen mehr einbauen. Und das ist jetzt nicht mein Problem und nicht meine große Sorge, weil das kenne ich einfach nicht anders. Aber es ist so grundsätzlich so, dass ich mit Spielern für die Zukunft ganz klar auf Erstligakurs spreche und meine Verhandlungen führe, weil wie gesagt, wir das jedes Jahr geschafft haben und wir auch davon überzeugt sind, dass wir es auch dieses Jahr wieder schaffen.